Die Wärmepumpe pumpt ja Energie von draußen nach drin über diesen Zwischenschritt von 0 auf minus 10 und von 50 auf 22 im Video davor erklärt. Die Klimaanlage läuft nur andersrum. Also die ist einfach so umgedrehte Wärmepumpe. Ich habe es hier kalt, hier warm. Das heißt also, wenn es im Zimmer 22 Grad hat, fließt Wärme freiwillig zu diesem Kältemittel und hier von 50 auf 35 fließt Wärme freiwillig rüber und damit bekomme ich es hin, dass aus dem Zimmer von aus dem kalten Zimmer in das heiße Außenluft Energie fließt und das ist die Klimaanlage. Die Wärmepumpen können meistens beide, kommen oft beides, nicht alle, aber oft. Der Kühlschrank macht genau das Gleiche, also wieder das gleiche Prinzip. Ich habe es im Kühlschrank kalt und hinterm Kühlschrank da ist es heiß, hinterm Kühlschrank wird geheizt und damit bekomme ich es hin, dass Energie vom Inneren des Kühlschranks hier zu dem Kältemittel fließt und hinten gibt der Kühlschrank Energie ab aufs Zimmer und dann fließt eben Energie. Ich bekomme es hin, dass Wärmeenergie vom Kühlschrank von innen nach außen läuft. Das ist immer der gleiche Trick mit Kompressor und Phasenübergang, das habe ich ja in den Videos davor erklärt.